Die Spiele sind eröffnet im Kryptomarkt seit ein paar Wochen und aktuell wird es immer klarer, dass wir sehr wahrscheinlich den Tiefpunkt gesehen haben und uns darauf vorbereiten müssen, dass der Ball bald richtig rollt. Denn das Bitcoin-Halving rückt immer näher und die Großen streiten sich regelrecht darum, wer die meisten Kryptoanteile davor bekommt, während der Kleininvestor sich fragt, ob es noch einmal crashen wird. Heute werden wir sehr viel behandeln. Einerseits die Frage, ob Bitcoin überhaupt noch einen Tiefpunkt erreichen wird oder wir diesen schon lange gesehen haben. Wir schauen uns das Litecoin-Halving an, welches uns einen interessanten Vorgeschmack darauf gibt, wie das Bitcoin-Halving dann preislich aussehen könnte. Ich zeige euch ein paar On-Chain-Metriken, die uns eine ganz klare Richtung für den Markt vorweisen. Zudem gibt es sehr viele kurze News, kompakt erklärt, bezüglich der ETF-Anträge von BlackRock und Co. und alles, was sich aktuell im Hintergrund entwickelt. Die Zahnräder drehen und drehen sich und die Bullrun-Maschine wird langsam aber sicher so richtig angeschmissen. Ihr würdet mich mit einem Like und Abo extrem unterstützen, ich danke euch vielmals. Und aktiviert unbedingt die Glocke, um immer am schnellsten zu reagieren, wenn etwas auf den Märkten passiert. Erstens. Alle großen Institutionen reichten ihre Bitcoin-Spot-ETF-Anträge sofort neu ein, nachdem die SEC sagte, dass ein paar Informationen fehlen. Fidelity, VanEck, Invesco, ARK, WisdomTree und Galaxy haben weniger als 24 Stunden später bereits alle die ETF-Anträge neu eingereicht, in Übereinstimmung mit den geforderten Informationen der SEC. BlackRock reichte seinen Antrag auch neu ein, tat das sogar schon als einer der allerersten, es wurde jedoch erst vor ein paar Tagen publik. Die SEC hatte zuvor gesagt, dass die eingereichten ETF-Anträge nicht genug Informationen gehabt hätten, vor allem bezüglich der Börsen, die man benutzen möchte. Das Rennen darum, wer als erster sein ETF genehmigt bekommt, ist hart umkämpft und so ging es keine drei Tage, bis alle Rieseninstitutionen sofort ihre Anträge neu einreichten. Und das zeigt uns, wie akribisch diese Firmen dran sind und wie aktiv sie dabei sind. Das sind keine Nebenzweige oder Dinge mit geringer Priorität. Kryptos sind ganz oben auf ihrer Liste. Sehr viele nannten zudem Coinbase als Börse, was dafür sorgte, dass Coinbase in wenigen Tagen um über 30% gestiegen ist als Aktie. Ich habe zuvor in meinen Gruppen gemutmaßt, dass dies passieren könnte und Coinbase damit als Aktienpick sehr interessant werden könnte. Und tatsächlich hat Coinbase nun massiv davon profitiert. Ich gönne es ihnen, denn es ist nur ein weiterer Schlag ins Gesicht der SEC, welche nur Wochen zuvor Coinbase verklagten, da sie ja angeblich gegen das Wertpapiergesetz verstoßen würden. Währenddessen stellen sich die größten und reichsten Institutionen der Welt hinter sie. Zweitens, ist das Litecoin-Halving ein Vorgeschmack auf das Bitcoin-Halving? Ab November letzten Jahres und Anfang 2023 habe ich vom kommenden Litecoin-Halving berichtet. Im Sommer 2023 und dass es womöglich für Litecoin-Halter sehr spannend werden könnte. Vor allem die On-Chain-Wahlaktivitäten haben darauf gedeutet, dass groß akkumuliert wird vor dem Halving und das damals bereits 200 Tage davor. Das Halving steht nun in fast 30 Tagen an und Litecoin ist seitdem um fast 200% gestiegen und vor allem in den letzten Tagen ist Litecoin immer unter den Top-Gainern, da die Masse darauf aufmerksam wird. Das alles zudem vor dem Halving. Zumindest bei Bitcoin kam der stärkste Anstieg meist erst nach dem Halving. Hier könnten wir schon einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, wie stark so ein Halving sich wirklich auswirken kann auf den Kursverlauf und was uns womöglich bei Bitcoin erwarten könnte in weniger als 10 Monaten. Hier sollte man auch bedenken, dass die wirtschaftliche Situation, vor allem die Zinspolitik der Fed, viel positiver aussehen wird zum Bitcoin-Halving. Möglicherweise schon Spot-ETFs auf den Märkten sein werden und die allgemeine Kryptoentwicklung viel fortgeschrittener sein wird. Es bleibt auf jeden Fall verdammt spannend und ich freue mich sehr auf das Halving und die Zeit bis zum Halving, denn historisch gesehen, verglichen mit allen Bitcoin-Halvings zuvor, sind wir seit ein paar Monaten an einem Zeitpunkt, wo das Tiefpunkt bereits immer gesehen wurde und der langsame Anstieg bis zum Halving begann bei Bitcoin. Also so, wie es Stand jetzt aktuell auch wirklich verläuft. Drittens. Michael Saylors MicroStrategy tätigt einen der größten Bitcoin-Nachkäufe ihrer Firmengeschichte. Michael Saylors MicroStrategy kaufte zwischen dem 29. April und dem 27. Juni 12.333 Bitcoins für ca. 347 Millionen Dollar in bar, wie das Unternehmen vor ca. einer Woche mitteilte. Das war einer der größten Käufe überhaupt von MicroStrategy in ihrer Firmengeschichte und interessanterweise ähnelt dieser Kauf einem großen Kauf, den sie vor dem Bullrun 2021 getätigt haben. Mit dem jüngsten Kauf hält MicroStrategy nun 152.333 Bitcoins, die zum aktuellen Kurs über 4,6 Milliarden Dollar wert sind. Man kann wirklich sagen, dass Michael Saylor in der Zukunft der größte Verlierer der Welt sein könnte oder eben der größte Sieger aller Zeiten.
Viertens. Einer der 20 größten Vermögensverwalter der Welt, Bernstein, sagt, dass die SEC wahrscheinlich bald ein Spot-ETF genehmigen wird. Fünftens. On-Chain-Metriken deuten an, dass wir uns dem Bullrun nähern. Ich habe im Bärenmarkt immer wieder diverse On-Chain-Metriken analysiert und vorgestellt, vor allem in meinen Gruppen, aber auch ab und zu in meinen Videos. On-Chain-Daten können entscheidend sein, um zukünftige, langfristige Bewegungen vorauszusehen, und im Gegensatz zu Chartzeichnungen und Wahrsagereien kann man aus On-Chain-Daten echte Aussagen treffen, da sie, wie ich gerne sage, die nackten Fakten auf der Blockchain sind. Der MVRV wird berechnet, indem der Marktwert durch den realisierten Wert geteilt wird bei Bitcoin. Der MVRV ist jetzt nur einer der vielen On-Chain-Daten, die ich analysiert habe, doch er ist einer der wichtigsten. Vor circa einem Jahr deutete er an, dass wir an einem Punkt sind, wo man langsam anfangen kann, aktiv nachzukaufen. Hier im Bild die gelbe Zone, die in jedem Bärenmarkt irgendwann erreicht wurde, bis es irgendwann den Turnaround gab. Von da an, zu einem Preis von ca. $19.000 bis Anfang 2023, als Bitcoin dann auch wirklich seinen Tiefpunkt erreichte bei $15.000 wegen FTX, befanden wir uns in der Nähe dieser Zone. Nun ist es tatsächlich so, dass wir uns wieder aus dieser Zone rausbewegen und nach oben steigen. Etwas, was in der Vergangenheit immer darauf hingedeutet hat, dass die langsame Akkumulation begonnen hat und wir uns einem Bullrun nähern und keinen neuen Tiefpunkt mehr sehen. Dementsprechend haben wir in meinen Gruppen nachgekauft und solche On-Chain-Daten sind natürlich auch Faktoren, wonach ich meine Analyse und mein Kaufverhalten gestalte. Bisher hat es sich also extrem gelohnt und es sieht so aus, als würden die On-Chain-Daten ein weiteres Mal recht behalten, was die Bärenmarkt- und Bullrun-Zyklen angeht. Sechstens. Eine weitere Rieseninstitution springt auf Krypto auf. Der 1,5 Billionen schwere Vermögensverwalter Franklin Templeton sagte zuletzt folgendes: Wenn ein Spot-Bitcoin-ETF genehmigt wird, werden sehr viele traditionelle Investoren aufspringen. Es könnte den Weg für sehr viele Portfolios eröffnen. Es scheint, als würden nach BlackRock plötzlich alle folgen und als hätte man damit eine Art Bestätigung erhalten. Solches Herdenverhalten sieht man oft vor Bullruns. Bereits 2021 sah man dies, als MicroStrategy plötzlich immer mehr Bitcoins kaufte, als plötzlich Mastercard und Visa aufsprangen und ARK Invest sich stark anfing, mit Krypto zu befassen. Plötzlich folgten viele weitere große Institutionen und irgendwann kam dann der riesige Knall mit Tesla, welche Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptierten. Es ist schon lustig, denn aktuell wiederholen sich viele dieser Dinge in einem ähnlichen Muster. Nur, dass es jetzt viel größere Institutionen sind, wie zum Beispiel BlackRock. Und lustigerweise sagte Elon Musk damals, dass man Bitcoin wieder als Zahlungsmittel akzeptieren würde, wenn es mindestens zu 50% aus erneuerbaren Energien gemeint wird. Ein Wert, der schon seit Jahren erreicht wurde. Wer weiß, vielleicht gibt Tesla bald wieder plötzlich bekannt, dass sie Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren, und wie im Jahr 2021 wird es wieder einen massiven Schub dadurch geben. Es würde mich nicht überraschen. Tesla hält ja nämlich bekannterweise weiterhin hunderte Millionen Dollar an Bitcoin. Siebtens. Der Bitcoin Futures ETF BitX hatte einen der erfolgreichsten Ersttage eines ETFs in diesem Jahr, und hier handelt es sich um einen Futures ETF, welcher also keine physische Bitcoins beinhaltet. Man stelle sich nun das Ausmaß eines Spot-ETFs vor, welcher physische Bitcoins beinhaltet und wie positiv dieser für die Bitcoin-Preisentwicklung sein könnte. Es ist nur noch eine Frage der Zeit und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Genehmigung eines solchen Spot-ETFs Bitcoin den endgültigen Startschuss geben wird. Deshalb habe ich zu guter Schluss eine Frage für euch. Welchen Preis glaubt ihr, könnte Bitcoin bis zum Jahresende 2023 erreichen, wenn ein Spot-ETF davor genehmigt wird? Ab in die Kommentare damit. Jeder ist herzlich willkommen in meinen Gruppen mit dem folgenden Angebot, was ihr aktuell im Bild seht. Die Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar und wer in den ersten 3 Tagen in die Gruppen kommt und findet, dass es ihm nicht gefällt und wieder raus möchte, kriegt sein Geld rückerstattet. Die Gruppe gibt es seit über 2 Jahren und hat über 1500 zufriedene Mitglieder. Überzeugt euch am besten selbst. Hier geht es um langfristigen Erfolg. Ihr werdet nicht schnell und einfach reich. Ihr werdet nicht nach 2 Wochen einen Porsche Cayenne haben. Doch wenn ihr die Informationen richtig nutzt und etwas Langfristiges erreichen wollt, dann werdet ihr das ganz sicher mit Erfolg.